Hier ist die Harke, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Jörg Nierzwicki und dies sind die Themen für Samstag, den 11. Februar. Der Gastronom Heiko Friedrichs sucht für sein Restaurant in Glissen-Händering zwei Auszubildende zum Koch- und Gastronomiefachmann. Jetzt geht er einen ungewöhnlichen Weg. Jeder Auszubildende bekommt ein Auto. Erfolgreicher Protest. Eine Fristverlängerung haben der Förderverein Waldbad und der Bürgerverein Kontur bekommen. Bis zum 15. März haben sie Zeit, Rat und Verwaltung Konzepte für den Weiterbetrieb der Freibäder in Steierberg und Depplinghausen vorzulegen. In der Samtgemeinde Marklohe fehlen nach aktuellen Zahlen 28 Krippenplätze für das Kindergartenjahr 2017-2018. Deshalb haben Verwaltung und Politik die Einrichtung einer neuen Gruppe im ehemaligen Kindergarten in Mehlbergen angeschoben. Möglichst noch in diesem Jahr soll das Blockheizkraftwerk im Nienburger Klärwerk erneuert werden. Nach 4 bis 5 Jahren könne sich die Investition in Höhe von rund 700.000 Euro schon rechnen, erklärte jetzt Henning Lackmann von der Stadtverwaltung Nienburg. Zum Sport. Geht er oder bleibt er? Goranjo Georgiev, Trainer von Fußball-Bezirksligist VfL Münchehagen, hadert mit der schlechten Personalsituation. In der Winterpause konnte der Aufsteiger zwar 3 Neuzugänge an Land ziehen, dafür stehen aber 3 Stammkräfte für die zweite Halbserie nicht mehr zur Verfügung. Sachau geht ins zweite Jahr. Clemens Sachau bleibt Fußball-Kreisligist SC Haßbergen über den Sommer hinaus erhalten. Dessen Assistent und Torwarttrainer Frank Heuer hat ebenfalls grünes Licht für die kommende Saison gegeben. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Harke am Samstag oder unter www.dieharke.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter der Quellenangabe Die Harke weiterverbreitet werden.